Das ist der Krubier, das ist Ten, ach, Ten Parker. Das ist Q-Boy, unser Freund, die Olle ist weg, ach nee, da ist sie ja jetzt. Nische, die Nische. Text von I Don't Care. Ja, lauf doch. Ja, gucken wir uns mal die Nische an. Hey, Bill! Redest du mit mir? Ja, Bluffmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Ach, hör auf, Eddie. Er ist irgendwie niedlich. Glaubst du, du kannst einfach hier reinspazieren und mir das Mädchen aussparen? Ja. Vielleicht. Was willst du dagegen tun? Du feige Sau? Das reicht. Jetzt bist du dran. Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen. Wer, ich? Nein, ich. Nein, hallo. Nein. Geh weg, geh weg. Achso, er. Gut. So. Schnuckelchen. Verzeihung, ich wollte nicht, dass ihr Freund aus dem Club geschmissen wird. Ah, Schnee von gestern. Willst du ihm den Platz warm halten? Trotzdem danke. Text von I Don't Care. I Don't Care. Das ist der Text von ihrem Song. I Don't Care. I Don't Care. Es ist mir nicht wichtig. I Don't Care. Scheißegal. Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Nee, ich tue nur so. Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Ja, hübsche Stimme. Ich mag Ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Q-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kid ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du könntest deine Kankan-Nummer bringen? Die Kerle lieben es dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kid. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Ja, super nett. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Sie sagten, Kid sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kid nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Die wird uns noch, Herr Helm, helfen. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht... Artie McFly. Artie McFly. Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife, wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Oh, ich habe seit Wochen heimlich an meiner Com von Kidlos-Karte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kid kann man nicht vorsichtig genug sein. Ja, verstehe ich. Dann, ja. Ich mache erstmal das hier. I don't care. Was ist das? Der Text für einen ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Ja, bei I don't care, I don't care, I don't care ist das super schwer. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kid in der Hand? Streich das! Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac FLY gesprochen habe. Ach, wie süß war das denn jetzt in Englisch? Die Untertitel sind so großartig. Noch einmal. Sie können mir vertrauen. Streich das! Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur Mac gesprochen habe. Aber ich kann Arthur für dich finden. Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oho.
Darf ich mir was wünschen? Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Liner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song von... Sprich das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Heute. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennen wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen. Hä? Der ist sogar hier. Weltberühmt ist sie vielleicht nicht, aber sie ist keine schlechte Entertainerin. Hm, vielleicht ist sie ja in Wahrheit, wenn nicht. Sylvia, deine Oma. Wer weiß? Q-Boy, mein Freund. Hey, hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Ja, das tue ich auch, indem ich, rede. El Kid. Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist wie dieser Laden in L.A. El Cid, nur eben El Kid. Ah, ich verstehe. Kannst halt kein Spanisch, ne? Hey, ich kenne dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo her? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja. Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, hey, we got fun. Not much money, oh, but honey, hey, we got fun. Woohoo! The rent's unpaid. Ja, was ist nun mit dem Problem? Ich will ja fröhlich sein. Like Halleluja! Halleluja! Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Das ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Ha! Ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Wuhu! Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kit Tennen zu verhaften? Heute noch? Eventuell steht er auch ein bisschen auf, hier. Wie heißt die Olle? Sag mal schnell. Trixie Trotter, vielleicht ist das ja die Oma von Jennifer. Hallo, Croup hier. Setzen Sie. Warum nicht? Ich hab kein Geld. Boah, wir sitzen jetzt mal hier auf, gerade. Meine Glückszahlen sind dir geraden. Double Zero. Nein! Cool. So, wir haben hier Sachen hier. Da ist eine Pfeife. Großvater Artis Pfeife. Ich kann mich zwar kaum erinnern, wie Großvater aussah, aber das hier riecht nach ihm. Heftig. Ist er gestorben, oder was? Was ist das denn hier? Ach, das ist eine Chloroformflasche. Ist das hier ein Foto von George? Mikrofon. Wie, du gehst da jetzt hin? Nein? Way down in Louisiana, down in New Orleans. Vielleicht doch nicht. Hey, ich bin hier fürs Singen zuständig. Echt? Wusste ich gar nicht. Echt? Sorry. Trixie? Ja? Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Toi, toi, toi. Danke. Ach, toi, toi, toi. Hier, ich hab eine Waffe. Hände hoch. Ich hab das Gefühl, ich sollte hier nicht meine Waffe ziehen, solange es nicht absolut notwendig ist. Da. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht.
I don't care. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. I don't care. Hi, Zane. Hey, Barkeeper. Was darf sein? Gib mir einen Drink. Was zu trinken, bitte? Was trinkst du? Peps. Ach, eigentlich. Vergessen Sie es. Wie du willst. Pepsi? Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein Kopf. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Dann zeichne mich. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Nun, es ist auch eine Karikatur. Was hat Parker für Probleme? Ach, Danny Parker. Seine Probleme folgen ihm überall hin wie ein Wolfsrudel. Wirklich? Oh ja, Probleme im Job, Probleme mit den Frauen, psychische Probleme und so. Wenn du ihn auf dem richtigen Fuß erwischst, kaut er dir ein Ohr ab. Erzähl mir mal von Trixie. Was wissen Sie über Trixie? Willst du dich etwa an Kids Mädchen ranmachen? Niemals. Gut, sonst würde ich dich nämlich bald in der Ehrengalerie aufhängen, verstehst du? Anscheinend nicht, so wegen dir. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja, als ich sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Hab sie wohl verwechselt. Ja, Ben. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Ja, cool. Louis die Laus, in seiner Blüte abgekratzt. Hasenzahn Langley, erstickte an einem zu großen Bissen. Lenard der Schmunzler, er hat nicht zuletzt gelacht. Kein schöner Haufen. So, Mitchell, wird gedacht. Hey, zieh leide, Würstchen. Katine. Hey, woher hast du den? Aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich? Hat Qualität? Okay. Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Sonny Crockett. Ja. Ich bin einer von euch, Jungs. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache, oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Ja. Beweis es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bona Fide gezeigt hast. Ich zeig dir mal gleich eine Bona Fide, Junge. Ich hab hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie, von meiner. Aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Sonny Crockett hier wirklich bei der Aktion Sacramento dabei. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Was war das denn für ein schlechtes Knurren? Hey, was? Ja, ich krieg einen Trink, ne? Nein? Okay. Dann bis später. Hey, sieh da, ein zahlender Gast. Cool. Hey. Zieh leine, Würstchen. Halt die Fresse. Oh, oh. Er ist wieder da. Ja, dann gehen wir mal sofort zu ihm hin. Wie kann, konnte man nochmal ran? Das ist eine Cutscene? Nein.
So. Ich weiß nicht, wir gehen mal jetzt hier so entlang. Hi! Oh, komm schon. Geh. Okay. Hey, Matt, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Gibt's was Neues wegen Einstein? Ich überlege noch, es ist ein schwieriges räumliches Rätsel, das noch durch Einis verständliche Sprunghaftigkeit verkompliziert wird.